Liebe Kolleginnen, wir befinden uns mitten in einer Krise. Einer Krise, die Frauen besonders hart getroffen hat. Im Vergleich zur vorherigen Wirtschaftskrise betrifft die Corona-Krise nicht nur den Industriesektor, sondern vor allem auch den Dienstleistungsbereich, in dem besonders viele Frauen beschäftigt sind. Sie hat gezeigt, wie viele Wege zu echter Gleichstellung noch vor uns liegt. Für Frauen auf dem Arbeitsmarkt gilt, dass sie strukturell benachteiligt werden. Sie sind häufig in kleineren und mittleren Dienstleistungsunternehmen ohne Tarifbindung und Interessensvertretung beschäftigt, zu Niedriglöhnen angestellt und in unfreiwilliger Teilzeit oder als geringfügige Beschäftigte angestellt. Der Gender Pay Gap, die Differenz der durchschnittlichen Bruttostundenlöhne zwischen Männern und Frauen und die Steuerklasse 5 schmälern nicht nur ihr Einkommen, sondern unter anderem auch die krisenbedingten Entgeltersatzleistungen, die sich vom Nettoeinkommen errechnen. Zusätzlich haben Frauen durch Kurzarbeit bedingt größere Arbeitsausfälle, denn sie bekommen seltener eine Aufstockung durch ihren Arbeitgeber. Wegen eingeschränkter institutioneller Kinderbetreuung und Unterstützung anderer pflegebedürftiger Familienmitglieder reduzieren besonders Frauen ihre Arbeitszeit, um Kindern und Pflegebedürftigen eine Pflege und Betreuung gewährleisten zu können. Die durchschnittliche Erwerbsarbeitszeit von Frauen im Zuge der Corona-Krise ist stärker gesunken als die von Männern. Sie müssen für eine Aufstockung auf ein vorheriges Niveau mit ihren Arbeitgebern verhandeln, da keine Automatismen in Kraft treten, wie zum Beispiel im Kurzarbeitergeld. Zudem sind sie Vorurteilen und Annahmen ausgesetzt, die ihnen mangelndes Engagement unterstellen und in Zukunft Weiterbildungsangebote und Aufstiegschancen negativ beeinflussen. Die Arbeitszeitlücke hat sich im Verlauf der Krise schon vergrößert. Zudem wurden Frauen im Januar 2021 im Vergleich zum Vorjahr häufiger arbeitslos als Männer, die vor und zu Beginn der Krise häufiger betroffen waren von Arbeitslosigkeit. Deshalb fordern wir als DGB-Frauen einen Gleichstellungscheck für Konjunkturprogramme und Investitionen. Denn Staatshilfen müssen zur gleichberechtigten Teilhabe von Männern und Frauen beitragen. Das Überwinden struktureller Benachteiligungen, ein existenzsicherndes Einkommen durch Stärkung der Tarifbindung und die Aufwertung frauendominierter Branchen. Erwerbstätige Frauen sichern die Daseinsvorsorge, weshalb systemrelevante Berufe auch nach der Krise mehr als nur Anerkennung verdienen. Wir fordern eine Reform der Minijobs, um alle Beschäftigungsverhältnisse ab der ersten Arbeitsstunde sozial abzusichern. Die Abschaffung der Lohnsteuerklasse 5 und ein Einkommensteuerrecht, das auch krisenbedingten Entgeltersatzleistungen keine strukturellen Nachteile entstehen. Arbeitszeiten, die Frauen und Männer gleichermaßen erlauben, erwerbstätig zu sein und Familien- und Hausarbeit zu übernehmen. Den Ausbau bedarfsgerechter und qualitativ hochwertiger Kinderbetreuung. Dazu ist die öffentliche Infrastruktur auszubauen. All diese ungerechten Zustände motivieren uns, motivieren mich, weiterhin zusammen für Gleichstellung einzustehen und zu kämpfen. Von besseren Arbeitsbedingungen und mehr Gleichstellung profitieren alle in unserer Gesellschaft. Ganz im Sinne des Zitats aus Brot und Rosen: Wenn wir zusammen gehen, dann kommt mit uns ein besserer Tag. Die Frauen, die sich wehren, wären aller Menschen Plag.